Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Es sieht aus wie der Beginn eines originalen Star Wars Films, ist aber das Werk von drei echten Star Wars Fans. Einer von ihnen ist Lars Böhl aus Kassel. Ist alles drin. 2 Stunden, volles Brett, Blockbuster, Kinoabend, wie man es halt von Star Wars gewohnt ist. Nicht nur so ein kleiner Film hinterm Haus mit einer kleinen Geschichte, sondern wirklich was richtig Episches sozusagen. Die Idee für den Film entsteht während einer Tunesienreise 2005. Zufällig besucht Lars ein Original-Filmset in der Wüste. Zurück in Deutschland überredet er 2 Freunde, einen Star Wars Kurzfilm zu drehen. Einige Szenen entstehen auf dem Dachboden seiner Eltern. Nachdem sie den ersten Trailer veröffentlichen, melden sich Freiwillige aus der ganzen Welt, die bei dem Projekt helfen wollen. Ob bei Requisiten, Kostümen, Kulissen oder als Statisten, am Ende wirken über 200 Menschen an dem Film mit. Da muss man nicht nur ein bisschen, da muss man extrem verrückt für sein, aber das ist halt so das Besondere an dem ganzen Projekt eben, dass wir halt mal gesagt haben, wir wollen halt mal einen eigenen Film drehen. Für die Dreharbeiten reist er mit seinem Team um die ganze Welt. Überall bauen sie ihre Sets auf. So etwas hat noch kein Fanfilmteam vorher geschafft. Ein wahnwitziger Aufwand. Nach 16 Jahren ist es dann endlich soweit. Der Film Star Wars Descendants of Order 66 feiert Premiere in München. Da haben wir was für euch. Guten Abend. 750 Besucher feiern Lars und sein Team wie George Lucas, den Erfinder des Star-Wars-Universums. Für die Hobbyfilmemacher geht ein Traum in Erfüllung. Geld dürfen die Regisseure und die Kinos nicht mit dem Film verdienen, denn die Rechte liegen bei Disney. Aber ums Geld geht's niemandem bei dem Projekt, wie uns Statist und Lars Schulfreund Phil Neddermann erzählt. Ich habe mal gesagt, der Lars hat uns sträflich ausgenutzt, alle seine Freunde für sein Projekt. Aber er hat uns ein Denkmal gesetzt, allen Leuten, die er kennt. Und diesen Freundschaftsdienst wüsste ich nicht, ob man ihn anders in der Art noch mal bringen kann, mit der Kreativität, mit dem Durchhaltevermögen. Und das ist nicht vergleichbar mit irgendwas anderem. Auch für Lars Böhl ist die Zeit mit nichts zu vergleichen. Dieses Gemeinsame, dran glauben und einfach nicht aufgeben. Und man kann auch ohne Geld, ohne Talent, ein bisschen Talent vielleicht, und ohne große Erfahrung und Skills kann man schon gemeinsam was Cooles schaffen. Ja? Also schon beeindruckend. Das finde ich, das macht mich auch, mein Team natürlich echt stolz, dass wir es irgendwie durchgezogen haben. Sogar Lucasfilm ist auf den Fanfilm aufmerksam geworden und hat glatt die Hobbyfilmer nach San Francisco in ihre Studios eingeladen. Noch ein Traum, der für die Hardcore-Fans in Erfüllung geht. Sehen kann man Star Wars Descendants of Order 66 übrigens kostenlos auf YouTube.